bin Marvin Seidel, 27 Jahre alt, gebürtiger Saarländer durch und durch, in Duttweiler geboren, St. Ingbert aufgewachsen, Neunkirchen zur Schule gegangen und habe mein ganzes Leben lang hier in Saarbrücken trainiert. Spiele Badminton, seitdem ich 5 bin, in St. Ingbert angefangen und dann irgendwann zum BC Bischofsheim gewechselt. Viele tolle Erfolge hier feiern dürfen mit der ganzen Mannschaft, mit dem Team und natürlich auch individuell. Und ich bin sehr dankbar, hier im Saarland Sportler zu sein und die Unterstützung hier einfahren zu können. Ja, also der LSVS hat natürlich schon sehr, sehr früh angefangen, mich als Sportler zu unterstützen. Mit 9 Jahren habe ich hier an den Sportstätten das erste Mal trainiert in Saarbrücken. Wurde natürlich dann quasi passiv unterstützt, dadurch, dass natürlich die Trainer finanziert wurden, die mich dann weitergebracht haben. Aber dann natürlich auch sehr schnell überregionale Turniere, auf die ich gefahren bin, die natürlich immer betreut wurden von lokalen Trainern, die dann teilweise auch finanziert wurden. Natürlich dann als Schüler konnte man sich das nur schwer selber leisten. Man hatte dann natürlich Familie, die ein bisschen unterstützt hat, aber man war auch jedes Mal dankbar, wenn da Unterstützung vom Land eben gekommen ist. Und sehr schnell bei mir dann auch natürlich international unterwegs. Da sind dann auch Flugreisen mit drin, Hotelkosten etc. Und das alles ist auch nur möglich gewesen, weil ich eben hier im Land gute Unterstützung bekommen habe. Und ich habe es dann zum Glück auch geschafft, später im Erwachsenenbereich Fuß zu fassen. Hatte dann die Sportstiftung Saar, die mich tatkräftig unterstützt hat, bei der ich zum Beispiel eben Turnierkosten und Ähnliches einreichen konnte und hier am Stützpunkt natürlich auch insgesamt die Möglichkeit gehabt, von den einfach Dienstleistungen, die hier zur Verfügung gestanden haben, zu profitieren. Da gehört natürlich Physiotherapie auch dazu, aber auch die Ärzte zum Beispiel an der Sportmedizin, die super wichtig sind, um, wenn man zum Beispiel kleinere Verletzungen oder auch größere leider hat, da einfach ein richtiges Feedback zu bekommen, die richtigen Diagnosen gestellt zu bekommen. Athletiktraining, schon mein ganzes Leben lang hier mit Olli Mühlbrett zum Beispiel, der mich immer super betreut hat. Das ganze Setup insgesamt, die kurzen Wege hier am Olympiastützpunkt waren immer schon sehr, sehr praktisch, sehr, sehr fördernd und ist auf jeden Fall ein Riesengrund dafür, warum ich so erfolgreich geworden bin, wie ich es letztendlich bin. Also ich bin der Meinung, Unternehmen sollten diesen Standort unterstützen, weil es einfach super wichtig ist für Sportler, die gerade finanziell nicht die eigenen Möglichkeiten haben, um sich zum Beispiel Physiotherapie, zum Beispiel gute Trainer zu leisten, unterstützt werden dahingehend, dass sie nicht selber die finanziellen Mittel aufbringen müssen und auch teilweise einfach nicht können, um eben am Ende Top-Niveau zu erreichen. Es ist, denke ich, ganz klar, dass ein junger Sportler mit 13, 14, 15 nicht die Möglichkeit hat, wenn er nicht aus einem Millionärselternhaus kommt, sich super Trainer zu leisten. Und da braucht er eben die Unterstützung von den Sportstätten, die da sind. Und diese Sportstätten können nur überleben, wenn es eben Sponsoren gibt, die bereit sind, diese auch zu unterstützen. Und da ist es, denke ich, ganz klar, dass die lokalen Unternehmen, die auch letztendlich davon profitieren können, dass Sportler sagen, hey, hier dieses Unternehmen oder dieses Unternehmen hat mich jahrelang unterstützt, wenn auch teilweise nur indirekt, und da eben positive Außenwirkungen zu zeigen, davon profitieren können. Team Saarland. Gemeinsam gewinnt.